Moin moin Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Flo und willkommen zurück zu Let's Play 4.2. Jawei, weiter geht's. Letzte Folge haben wir eine Explosion überlebt, die von 4.1 war. Warte mal, was steht da? Achso, das ist eine Pflanze. Da oben ist Blut. Easter Egg. Meint ihr, die haben auch nochmal sowas eingebaut in 412, so? Ich kann es mir vorstellen. Dr. Samuel York. Das erste drei OPs waren anscheinend ein voller Erfolg. Der vierte Patient, Red Jankowski, ist noch in der Vor-OP. Die anderen sind zur Erholung in verschiedenen Flügen untergebracht. Ach, Flügeln. Um vorbewusste Terrain einander zu vermeiden. Wenn alle wach und stabil sind, beginnen wir mit den besonders Michael Beckett. Er weist sich als ungewöhnlich belastbar. Während der OP waren wir zweimal sicher, ihn verloren zu haben. Aber er stabilisierte sich wieder. Und nicht durch unseren Zutun. Da bin ich sicher. Hä? Waren wir hier alle drin oder? Wurden wir hier alle untersucht? Oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Da ist eine Kamera. Die läuft mit. Ja, das habt ihr auch schon in 4.1 probiert, aber hat leider auch nicht so geklappt, wie ihr wolltet. Wir haben immer noch keine Waffe. Das ist ein Fußstapfer. Warum waren wir hier? Warum? Hä? Sind die anderen jetzt schon raus? Oder sind die jetzt auch in dem Gebäude? Oder wie ist das hier? Alter. Die Krankensister. Ich spuck sie in die Fresse! Ja, ich glaube, wenn du hier mal scheißen gehst, so. Ja, komm. Wenn du hier scheißen bist, ja. Und guckst dann so rechts. Voll Blut und alles so. Und dann kommst du rüber und machst hier. Alter, was blutest denn du so, du? Spiegel ist natürlich kaputt. Alma. Ich weiß. Was macht denn eine Frau im Manclo? Manclo, hm? Oh mein Gott, was für billige Sounds, Alter. Die haben von. Die Sounds von Teil 1 rein, einfach reingenommen. Ich glaube, von der, wenn der Option zurückgegangen bist. Jim Kelly schaut Nachrichten. Kelly, wenn du keine Patienten in der Lobby hast, schalte mal die 22 Uhr Nachrichten im Fernsehen ein. Das erklärt die Erschütterung von vorhin. Sobald werden wir heute wohl nicht nach Hause kommen. Ich frage mich, ob das noch Nachwirkungen haben wird. Aber wir sollten wohl nicht per E-Mail schreiben. Wollen wir in der Pause zusammen in der Cafeteria essen? Piep mich an, wenn du frei bist. Jim. Okay. 4 hat's irgendwie mit diesen Fensterscheiben und so, ne? Kann das sein? Die Kamera. Die läuft auch mit, okay. Alter. Wir haben offenbar noch einen Gegner im Gebäude.
Bleib stehen! Okay, warum kann man da rein? Warte mal. Okay, jetzt wird's langsam. Der lebt doch noch, warten. Gibt's hier nix? Lady, nimm dir das. Sergeant Beckett, Gott sei Dank, Sie sind okay. Bestimmt haben Sie viele Fragen. Ich werde Ihnen alles erklären. Aber wir müssen erst in das TAK-Labor. Schnell, Vorsicht! Bannix Leute greifen die Einrichtung an. Hätte nie gedacht, dass sie so weit gehen, um alles zu vertuschen. Hä? Sich zum TAK-Labor. TAK-Labor. Okay. Ich möchte aber gerne noch das Medi einsammeln. Dankeschön. Hier ist wieder was zum Lesen. Achtung an alle Angestellten. Die Sanalovic soeben von einem Sondereinsatzteam unter dem direktem Kommando von Cole Richard Wanneck angegriffen, der auf Befehl des Vorstands der ATC handelt. Ihr Ziel ist die Vernichtung von Beweisen und das umfasst die gesamte Anlage sowie alles und jeden drin. Bis jetzt ist nur der Haupteingang betroffen. Verlassen Sie also das Gebäude auf den Notfallfluchtwegen. Ich empfehle, die Korridore zum Haupteingang zu verbarrikadieren, um Zeit zu gewinnen. Versuchen Sie nicht, sich zu ergeben. Sie werden höchstwahrscheinlich erschießt. General Aristide, Präsidentin Amchem Technology Corporation. Ja, ich weiß, da stand erschossen, aber ich sag's immer gern erschießt. Lol, besser. Vorsicht, Sergeant Beckett, Sie tappen genau in einen Hinterhalt. Dies ist ein gesicherter Kanal, identifizieren Sie sich. Er muss uns über die Sicherheitskameras beobachten. Der fackelt sich selbst ab, okay. Ich habe jetzt nicht so viel Lust, ihm zu begegnen, wenn ich ehrlich bin, ohne eine Waffe. Aber wir sind ja doch... Wir sind doch auf jeden Fall... Da ist wieder was zu lesen. Wir sind auf jeden Fall irgendwo im Krankenhaus. Ihr Pisser. Deshalb hat man sie genommen. Aber wer sind Sie? Nennen Sie mich Snakefist. Snakefist? Wollen Sie mich verarschen? Hey, ich weiß nicht, wer noch alles zuhört. Und ich will kein Risiko eingehen. Sie müssen dort sofort verschwinden. Alter, den haben wir ja übelst mal zerfetzt, Mann. Einfach mal den Arm rausgeschossen. Geil. Das ist halt der geile Vorteil, wenn du schön viel Uncut hast. Ja, den hat's auch so... Boah, Alter, den hat's ja auch so zerfetzt, Mann. Hast du Reflexe gesehen? Ah, schon war ich da. Okay, es war doch nichts zu lesen. Okay, es läuft auch. Es läuft auch 24 Stunden zu 7. Ihr Pisser. Mit Waffe fühle ich mich doch wieder viel sicherer. Na, geh du mal in Flammen auf. Ihr könnt mir gar nichts, könnt ihr mir. Versucht mich. Aua! Versucht mich anzugreifen und ihr sterbt.
Ah, hast du gut, bist du gut gesprungen, Junge. Warum steht denn das alles hier? Ach, die Tür. Hat mich die ganze Zeit irritiert, irgendwie. Taschenlampe haben wir ja unendlich. Das ist sehr schön. Leben haben wir voll, okay. Na, Kollege, du siehst nicht mehr so gut aus. Arme Sau. Tut mir voll leid, der Typ. Nicht. Diese kurzen immer Lexi, sie gehen mir so auf die Eier. Ja, oh, ach, der hat diese Gasdinger. Ja, kein Wunder, dass es ihn so fett zerfetzt tut. So, Life haben wir voll. Scheiß Dreckstür. Ist geil, ey, dass wir die auch so aufschlagen können. Wow. Das hat's gebracht. Lass mal kaputt machen. Ich bin sauer! Was ist los hier? Ich drehe noch am Rad! Okay, weiter geht's. Alter, wie ist den zerfetzen, du? Ey, guck das doch mal an. Das sind bestimmt schöne Schmerzen. Oh, jetzt wollte ich ein Getränk haben, jetzt gibt es keine mehr. Oh, das ist aber blöd. Mann! Ich speichere Daten, bitte Computer nicht ausschalten. Nee. Öffnet mal ganz bestimmt nicht die Tür, ihr Bastarde. So, die ist zu wahrscheinlich. Wie gesagt, sorry für die Lex. Ich weiß nicht, was das ist, was das soll. Ein Womanplan. Okay. Name der Probandin. Kyra Stokes. Blablabla, körperliche Verfassung, negativ, glaube ich, männlich, neutral, verhaltene, glaube ich, oder negativ, weiß nicht. Also, die Probandin ist kein habiniger Kandidat, laut des Militärs war sie vor der aktuellen Mission Verbindungs der Einheit und hatte bei vielen okay. Alles klar. Finden wir noch was? Toiletten, Toiletten, Toiletten. Okay. Pflanze. Man. Ja, Man geht natürlich nicht. Hätte ich mir schon denken können. So. Wollen Sie mir die Tür wenigstens aufmachen? Ich will da rein. Ich bin der Gute. Dann halt nicht futt. Haben wir eine Pissel? Ja, wir haben eine Pissel. Gut. Life ist voll. Das ist sehr schön. Ja, und jetzt? Hä? Soll hier noch was passieren, oder? Mach doch mal den Schalter, bitte. Für die Aufzüge oder sowas. Was? Nee, ist gesperrt. Hä? Warte mal, hier sind nur die Klos, ne? Bleibt weiter gesperrt. Die bleibt weiter da drin. Okay. Die ist auch gesperrt. Da ist nochmal live. Ist das jetzt irgendwie verbuggt oder nicht? Oder doch? Uhr bleibt auch stehen, okay. Granate werfen vielleicht? Ja, warum hört's auf zu brennen? Alles klar, okay. Hä?
Ja, was soll ich denn jetzt hier machen? Kann ich irgendwo meine Missionsziele sehen? Warte mal, Tasten. Bewegung. Interaktion. Nahkampf, Feuertaschen, aber mehr Spieler ansehen. Status. Spielstatus. Tablator. Dringende Warnung. Tutorials. Ne, Tutorials brauche ich nicht. Ja, hier haben wir Granaten. Ja, und jetzt? Aber sag mir nicht, was ich machen soll, oder nicht? Kartenmodus. Machen wir auf M. Ja, aber passiert ja gar nichts. Security. Ich denke mal, dass wir hier rein müssen. Oder bin ich jetzt dumm? Ich sehe sonst nicht, was ich machen soll. Was ist das? Ja, ich würde gerne weiter. Hier ist ein X. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist deren nie ernst gewesen, ey. Dass ich erst da draufdrücken musste. Oh mein Gottness. Ich bleib hier, ich kämpf lieber. Okay, die verschwinden einfach. Gut, dann haben wir das auch mal gemacht. Da ist ja auch sogar noch ein X. Oh, Mann. Lol. Was bin ich blöd. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Weiß ich Bescheid, Leute. Ihr Pisser, ihr kriegt mich nicht zurück. Könnt ihr mir glauben? Alles klar, jawohl. Warum ist das hier so farbig? Farbschema hier drüber gepackt oder was? Würde ich nicht sagen. Ich lebe ja immer noch, ne? Boah. Du bist jetzt tot wie ein Stein. Der war lustig, gell? Was ist das denn? Okay, das ist zu. Der ist exploded. Geil. Ey, guckt euch das mal an. Sieht schon geil aus irgendwie. Oder? Ich hoffe, dass diese unsichtbaren Spastiker nicht mehr kommen. Push to exit. Alles klar. Das ist schon... Sieht kein guter Raum aus, dieses dunkle Licht, nur ein Licht. Irgendwas passiert, oder? Wow, du kommst hier rein wegen einer Waffe. Also so an Munition hapert's tun, macht's jetzt auch nicht, ja, also. Da liegt was. Wir können da rein.
Okay, wir haben jetzt einen Ausweis. Naja, bis jetzt noch nicht so wirklich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Keycard! Ah, weitere in. Erweitert. Und jetzt? Und jetzt? Freiräumen vielleicht? Oder bin ich hier falsch? Kann sein, dass ich hier falsch bin. Dass ich einfach nur just for fun da reingegangen bin. Hier die Keycard vielleicht. Ah. Hm. Pam! Auf einmal hört die Musik auf. Pam! Einfach so. Die ist gesperrt. Okay. Warum flackert das Licht schon wieder so? Das heißt nichts Gutes. Einmal. Das ist nicht gruselig. War ja klar, dass das kaputt ist, ne? Da liegt jemand. Alma. Aua, du Pisser, der Junge. Joa, Rücken geschießt. Boah, geil, Shotgun-Action. Ey, wie ist sie einfach zerteilt, Mann. Es ist so geil. Na, du Pisser willst aufs Fressbrett. Na, komm her. Komm her. Nicey. Ich weiß nicht, diese Lebens... Nein, jetzt nicht nachladen. Oh mein Gott, Junge. Weißt du was? Stirb. Da hast du mich gesucht, ja? Alter, was sie zerfetzen, was sie spratteln. Erstmal den Tisch auf die andere Seite. Ich will den auf der anderen Seite haben. Die Waffe ist voll. Die Shoddy ist... Naja. Erstmal was verrücken hier. Ich bin sauer. Ich wollte gerade sagen, wieso verliere ich keine Lebensenergie? Ich habe ja aber Rüstung. Die Rüstung bringt wenigstens mal was. Weil ich wollte mir jetzt den Tümpel nochmal angucken, wie der zerprasselt ist. Oh, Gedärme. Oh, also am Gewalt haben sie auf jeden Fall zugenommen. Das finde ich aber richtig awesome. So, Shotgun. Ist ganz okay. Kann man mal lassen. So, ich werde weitermachen, bis wir speichere Daten kommt. Ich glaube, ich bin nahe beim Eingang. Aber irgendwas geht da vor sich. Ich überprüfe das mal. Bitte nochmal! Verstanden? Warum sagen wir eigentlich nichts? Wir sind der dumme Soldat, oder was? So, hier haben wir was wieder zum Lesen. Dr. York, die sehen Sie... Alles klar. Komm, speichere mal die Daten. Ah, das finde ich... Bist du da? Ja, ich bin hier. Alma, ich glaube, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht mit dir, Alma.
Aristide sagt, wir seien alle angeschlagen gewesen, als wir ankamen. Aber du hattest wohl am meisten abbekommen. Ich war überrascht, dich auf den Beinen zu sehen. Mhm. Okay. Kommt das denn her? Ich sehe tote Menschen. Der wird zwar gut gehen. Diese Legs ab und zu mal, das fuckt so hardcore ab, ey. Ist wieder was zum Lesen. Wie gesagt, lest euch durch, wenn ihr das durchlesen wollt. Ab und zu mal lese ich was vor, außer ihr wollt halt, dass ich alles vorlese. Guck mal, steht der Pisser doch schon da. Yeah! Ich wollte gerade sagen, da hat ja jemand die Tür geöffnet. Ich frage mich, warum bringen die alle um? Alter, was ist das denn jetzt für eine Musik hier? Das gefällt mir gar nicht, dass sie die... Alter. Dass sie die gar nicht abspielen. Speichere Daten. Gut. Dann würde ich aber sagen, Leute, danke fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also bis dann, euer Flo. Ciao.